So, im nächsten Schritt setzen wir hier zwei Bohrungen rein. Dann können wir hier nämlich unsere... Ja? Was zum Teufel machst du da? Ich drehe hier ein Video. Warum? Weil ich hier ein Projekt habe, was ich fertigstellen will. Du hast aber ein anderes Projekt, was du eigentlich schon längst fertigstellen wolltest. Welches Projekt denn? Schon vergessen? Wie soll ich denn meinen Teig in Zukunft machen? Dein Teig? Eine Teigrolle. Die wolltest du mir schon seit wie vielen Monaten machen? Ups. Okay, ja, ihr habt's gehört, die Chefin hat gerufen. Ich muss jetzt erstmal hier unterbrechen, muss für die Chefin erstmal eine Teigrolle bauen. Und dann machen wir hier weiter. Also, bleibt dran. Willkommen bei Bastelfreak, dem verrückten Bastelkanal auf YouTube. Ja, ihr habt gehört, das andere Projekt muss erstmal warten. Wir bauen heute eine Teigrolle. Allerdings keine normale Teigrolle, ich möchte etwas Ausgefallenes haben. Das heißt, ja, schauen wir mal, vielleicht so eine XXL-Teigrolle, dass die Chefin auch immer schön Spaß dabei hat, ja, wenn sie da Filetis macht für mich. Ja, lecker. Also, wir gehen jetzt kurz ins Lager, gucken, was wir da für Materialien haben. Vielleicht finden wir auch was, womit wir direkt loslegen können. Und dann, ja, starten wir einfach mal. Was haben wir noch Schönes? Oh, ah, das sieht doch mal gut aus. Guck mal hier, wir haben ein schönes Stück Rundmaterial. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und fühlt sich auch gut an, so als Griff. Da haben wir schon mal was, das tun wir zur Seite. Dann habe ich hier noch solche Stäbe. Und dann sehe ich gerade hier was richtig Tolles. Ja, das ist richtig cool. Das erleichtert uns sehr viel Arbeit. Allerdings müssen wir trotzdem noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Guck mal hier, was ich hier habe. Hier habe ich ja schon Rundmaterial. Und das Ding hat schon ordentlichen Durchmesser. 90 mm. So, ja, das ist natürlich jetzt ein riesen Glücksfall, dass ich schon ziemlich vieles da habe, was vorbereitet ist. Hier haben wir die Teile, das Rundmaterial für den Griff und unseren Stab, den wir durch die Rolle dann machen. Die müssen wir aber auch, alle Teile müssen wir noch bearbeiten, auch die Oberfläche. Schritt möchte ich gerne hier das Teil hier, also die Rolle, in die Drehbank einspannen und eine Schicht abtragen. 1 oder 2 mm hiervon abtragen. Das Problem ist nur, wie spanne ich das Ding in meiner Drehmaschine ein? Wenn wir uns das 3-Backenfutter angucken, ich habe das jetzt komplett mal zusammen gespannt und wir sehen, dass wir hier quasi nicht nach innen spannen können. Ich könnte natürlich jetzt die anderen drei Backen nehmen, die quasi von außen spannen, aber dann hätte ich immer noch quasi so ein großes Teil und ganz, ganz geringen Eingriff der Backen und das ist mir zu gefährlich. Wenn das anfängt zu schlagen, dann haut mir das Ding um die Ohren. Also, wie gehen wir das Ganze jetzt an? Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich habe hier etwa 18 mm Bohrung drin.
Hier habe ich eine M12er Gewindestange. Ich möchte gerne diese M12er Gewindestange hier rein setzen, festschrauben mit Muttern links und rechts und das dann in der Drehmaschine einspannen. Aber man sieht schon direkt, ja, so wird das nichts. Das Ding schlackert da nur rum und das kriege ich im Leben nicht zentriert. Also werde ich es folgendes machen. Ich habe hier noch selbstsichernde Mutter. Das sind allerdings M10er. Ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde hier mit meinem Stufenbohrer werde ich diesen Bereich hier aufbohren auf 12 mm. Hier hinten ist eh nur Kunststoff, das heißt, das kann man nachher rausdrücken. Und dann kann ich nämlich mein M12er Gewindestange hier einfach durchmachen. Das hat folgenden Hintergrund. Diese selbstsichernde Mutter passt exakt hier in diese Bohrung rein. Ja, so ziemlich stramm. Und dann habe ich eine Zentrierung. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Zweite Gewinde, M10er Mutter. Und beide sind aufgebohrt auf die 12 mm für meinen M12er Gewindestange. Und dann kann ich das Ganze durchmachen. Unterlegscheiben drauf und mit den passenden Muttern das Ganze festschrauben.
So, dann bauen wir das Ding mal zusammen. Ich werde jetzt nur hier unten ein bisschen Holzleim drauf machen, weil das geht so schon extrem schwer drauf. Das reicht vollkommen aus. Ich will nicht, dass es überall ausquillt. Und auf der anderen Seite machen wir es genauso. Ich hoffe, das Teil geht auch rein bis zum Schluss. An sich reicht das hier auch schon, weil das wird sich ganz stark jetzt verteilen. Ja, das geht so schon bis oben hin. Das wird schwierig. Ach du Scheiße. Das ist jetzt ein Problem. Ich krieg das Ding nicht mal raus. So Mist. Ne, das Ding hat sich jetzt hier festgefressen mit dem Kleber und allem drum dran. Das bekomme ich da nicht mehr raus. Na gut, macht nichts. Dann streifen wir den Kleber einfach mal ab und sägen uns hier hinten einfach ein Stück ab, damit es wieder passt. Wieder ein bisschen Kleber hier vorne drauf. Ich mache hier ein kleines bisschen mehr als vorhin, weil das nicht mehr so sauber abgerundet ist. Aber das reicht auch schon aus. So! Haha! Und wir sind fertig! Juhu! So Freunde, das war ein kleines Projekt zwischendurch. Also die Teigrolle, ihr habt gesehen, super einfach aufgebaut. Ich hatte natürlich auch jetzt ein paar Vorsprünge, weil ich ja einmal das runde Material hier hatte und dieses runde Material. Aber das kriegt man, kann man ja auch kaufen. Oder irgendwo Reste mal im Baumarkt nachfragen, wenn die mal was abgesägt haben. Oder halt die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, mit einer Drechselbank oder so eine kleine Drehbank ein Vierkant-Holzstück zu nehmen und dann abzurunden. Also das ist euch dann überlassen, wie ihr das macht. Aber am Ende ist das Resultat echt gut. Ich muss jetzt natürlich aufpassen. Ab jetzt muss ich doppelt so lieb sein. Das Ding ist nicht nur zum Teigrollen geeignet. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video.